Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch diverse Kodierungen an einem Audi A6, Audi A7, C8. Als erstes zeige ich euch die Freischaltung des Sportlayouts. Hier habt ihr drei verschiedene Ansichten, die ihr auswählen könnt. Zuerst zeige ich euch die dynamische Ansicht. Die ist etwas gewöhnungsbedürftig. Links seht ihr den Drehzahlmesser und rechts die Geschwindigkeitsanzeige. Und in der Mitte seht ihr das ganz normale Bordmenü, so wie in jeder Ansicht auch. Schalten wir mal um auf die Sportansicht. Die kennt ihr, die habt ihr eigentlich immer verbaut, die ist Standard, wenn ihr kein besonderes Sportlayout aktiviert habt. Ich muss zugeben, seit ich das Sportlayout aktiviert habe, gefällt mir diese Ansicht gar nicht mehr. Aber auch das ist Geschmackssache. Die zweite Kodierung, die ich euch vorstellen möchte, das ist der RS-Monitor. Haben auch nur die Audi RS-Modelle standardmäßig. Die findet ihr unter Fahrzeug, dann RS-Monitor, wenn sie aktiviert wurde. Dann seht ihr einmal hier die Sportanzeige und auch die Temperaturen der einzelnen Sensoren, zum Beispiel Motoröl, Kühlmittel und so weiter. Ich ändere jetzt nochmal meine Taucheransicht zurück auf die S-Performance-Ansicht, die gefällt mir nämlich am besten. Dann starte ich jetzt auch gleich mal den Motor, um euch zu zeigen, dass rechts diese Ansicht, die wir hier haben, dass diese auch funktioniert. Wenn ich dann gleich beschleunige, seht ihr, wie die Kugel sich verschiebt. Dann die dritte Kodierung, die ich euch zeigen möchte, ist der Laptimer, auf Deutsch Rundenzähler. Der war früher immer ganz interessant, weil man hier die Öltemperaturanzeige gesehen hat, was mittlerweile in dem Virtual Cockpit aber auch schon Standard ist. Dennoch ein nettes Feature, wenn man mal auf der Rennstrecke ist. Dann die vierte Kodierung, die ich euch zeigen möchte, ist die automatische Parkbremse. Ihr seht, die Parkbremse ist aktiviert. Mein Fuß ist auf der Bremse, ich gebe Gas und die Parkbremse löst sich automatisch. Die fünfte Kodierung, die nennt sich Video in Motion, auf Deutsch Video während der Fahrt. Und zwar könnt ihr auf euer Radio MMI Video abspielen. Dazu macht ihr einfach einen Film oder ein Musikvideo auf einen USB-Stick, wählt es dann aus auf der Quelle und dann könnt ihr das Video anschauen. Durch Video in Motion könnt ihr jetzt das Video auch während der Fahrt anschauen. Zum Beispiel, wenn ihr mit euren Kindern in den Urlaub fährt, können diese dann auch Videos schauen. Hat man das nicht kodiert, schaltet das Video während der Fahrt aus. Die sechste Kodierung ist eigentlich keine Kodierung. Da wollte ich euch nur mal kurz zeigen, wo man die aktuelle Navigationsversion sieht und auch die Version des MMIs. Dann die siebte Kodierung. Das wäre die Animation der Heckleuchten von dem Audi RS-Modell. Die gefällt mir persönlich sehr gut. Da werde ich jedoch nochmal in einem separaten Video dazu näher eingehen. Die achte Kodierung, Spoiler, permanent ausgefahren, könnt ihr auch so kodieren, dass das Auto in jeder Geschwindigkeit der Spoiler ausgefahren hat, beziehungsweise auch wenn das Auto abgeschlossen ist, der Spoiler draußen bleibt. Zu den letzten drei Kodierungen habe ich kein Video gemacht. Falls ihr jedoch noch CarPlay mit dem Kabel nutzt, kann man dies auch programmieren bzw. kodieren auf Wireless, sodass ihr das Kabel nicht mehr braucht. Dann könnt ihr den Fernlichtassistent noch freischalten. Den Spurhalteassistent könnt ihr so einstellen, dass wenn ihr ihn ausgemacht habt, dass er bei deinem nächsten Start nicht automatisch wieder auf 1 ist und den Gurtwarner könnt ihr noch deaktivieren. Das sind die Kodierungen, die ich an meinem Auto gemacht habe.